ist ja der alte Morsch. Sogar die guten Fuchsfelgen drauf. Ist der schön. Was ein Auto. Schlaf gut. Noch ein bisschen. Tell me, is this the final and the finest piece of an obsession? No, it's not. But as a streetcar, or 9/11, as a moment in Porsche history of technical achievement, I love this car because it really represented kind of a peak of engineering obsession that this car had almost. To a fault. I think one of the most important design concepts is what they call surface tension, which is the skin feels like it's under tension. And all Porsches have that design, that they feel like that they're bursting. You know, the panels are never kind of saggy and flat. They always have an energy underneath the form. Steht Ihnen gut, das Auto? Ja, das hoffe ich, dass es mir gut steht. War auch ein Geschenk meines Mannes. Zum 20. Hochzeitstag. Also das war hier mein Alleslager. Ich bin ja gerade im Begriff, in Werk 1 umzuziehen. Schatzkammer hier, oder? Ja, zum guten Schluss habe ich mir noch eine Rarität aufgehoben. Also da denke ich, da werde ich auf der Welt wahrscheinlich das einzigste Stück noch von besitzen. Ich darf Ihnen mal kurz vorher zeigen, bevor wir es verladen. Und zwar handelt es sich um eine Klarverbell, Dünnglasscheibe, die meines Wissens also nur im 2,8 RSR verbaut wurde. Ein absolutes Einzelstück, also da bin ich mir relativ sicher, dass es kein Vergleichsstück mehr gibt. Also der normale Zuschauer wird jetzt sagen, da ist jetzt eine Glasscheibe, ne? Ja, dann gebe ich sie Ihnen, Herr Schäfer, dann heben Sie sie mal. Oh, die wiegt ja gar nichts. Und die habe ich mir bis zum Letzten aufgehoben, also dass der nichts passiert. Also der habe ich wirklich eine Einzelfahrt heute eingeräumt, da am Heiligen Sonntag. Was ist denn sowas wert?
Sachen, wissen Sie, sonst im Leben, die blauen Mauritius, also Teile, die nur einmalig vorhanden sind, ich meine, da ist der Preis nach oben immer offen. Meine Kinder und mein Mann sagt, also ich soll mir mal ein anständiges Auto kaufen. Aber für Sie kommt das nicht in Frage? Nein, kommt nicht in Frage. Lieben Sie das Auto? Ja, doch, ja. Weil er sehr klein ist, sehr schnell ist und noch weil mir die Form gefallen hat. Und weil ich ihn eben zum 20. Hochzeitstag von meinem Mann vor 33 Jahren geschenkt bekommen habe. Lassen Sie mich mal fahren? Ja, können Sie machen. Wenn Sie das schaffen. Das ist dann das erste Mal, dass ich Porsche fahre. Na, dann bin ich gespannt. Jetzt kann ich nicht fahren. Nee. Das ist ja ein Ding. Mein Vater hat es geschafft, dass ich eine Lehrstelle bei Porsche bekam. Ich bin 43 eingestellt worden, beim alten Professor noch. Ja. Wenn er im Werk war, in der Lehrlingsabteilung, ist er nie vorbeigegangen, egal wer da im Gefolge war bei ihm. Er kam immer in die Lehrlingsabteilung rein, hat jedem die Hand gegeben, von uns Stift. Ja. Und gefragt, wie es geht, alles in Ordnung ist und so, und dann ging er weiter. Er hat es einfach verstanden, seine Mitarbeiter eine Aufgabe so vorzugeben, dass die wussten, wie er sich das vorstellt und wie er das haben will. Und die haben sich bald ohne viel zu reden verstanden. As an American, are you thinking about the fact that Porsche was able to build the VW because of Hitler? Hitler. Well, I know about that, yeah. Yeah, I know about that. But it's still a great car. You know, it's kind of, to me, one of the interesting things of like, out of such a terrible thing, something, even within that, there was something wonderful, which that car was invented. And was a great contribution to humanity. Probably the only contribution of the German war effort to the world was the Volkswagen Beetle. So, and I'm Jewish too, so. But I appreciate the car for the car, and my feelings about the other thing, that's something else. Aber ein Auto haben Sie. Ein Auto habe ich. Und ich wette, das Auto ist orange. Perfekt. Das Auto ist nicht nur orange, sondern das Auto ist von innen und von außen orange. Das ist innen und außen orange. Das ist eine Orange. Und das ist welches Auto? Das ist eine Porsche Turbo Cabrio. Und ich finde, wenn man eine Porsche Turbo, dieses Design, die wurde seit 50 Jahren bald gemacht und ist immer das gleiche Design. Wie finden Sie das Design? Schön. Als Designer? Sehr, sehr schön. Sonst hätte ich nicht gekauft. Um diese Farbe zu haben, bin ich mit einem Teller bei Porsche gegangen. Sie ist fast am Boden gefallen, die Deutsche. Die haben mir nie geglaubt. Und dann da war eine Diskussion, die haben gesagt, okay. Aber Sie waren skeptisch? Ja, 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 ja. Die waren Deutsche.
Dann gehen wir jetzt rein und gucken uns den Teller an. Ja. Und den Porsche. Ja. Ich komme mit. Okay. Bitte sehr. Das Fahrzeug wird jetzt hier von einem Fahrer genommen und wird hier zur Hallentür rausgefahren. Darf ich mal fahren? Ja, gerne, aber bitte vorsichtig. Das ist dann das erste Mal, dass ich Porsche fahre. Ja, das ist für uns dann auch eine Premiere. Wir werden Sie beobachten, wie gut Sie es können. Muss ich irgendwas berücksichtigen? Nein, Straßenverkehrsordnung gilt. Das ist ein geiles Auto. So muss es sein. Das haben wir gewusst, dass Sie das sagen werden. Ja, gibt es jemanden, den das nicht fasziniert? Nein, sonst wären Sie einmalig auf der Welt. Tja, jetzt muss man nur noch sowas haben. Danke für die Probefahrt. Nicht zu danken. Alles gerne gemacht. Tja. Man muss im Leben Wünsche haben und Träume. Sie sind im Zug, sich das zu erfüllen und zu realisieren. Mal gucken. Ja, Wahnsinn. Hey, ist sehr eng. Ja, ja. Aber es geht. Ich weiß. Herr Rampazzi, alle Leute gucken. Ja, ja. Grau finden Sie wahrscheinlich ganz furchtbar, oder? Nein. Grau oder Anthrazit oder so. Langweilig. Ja, ja. Der amerikanische Markt war für dieses Auto damals natürlich schon eine riesige Herausforderung. Es war ja nicht Zufall, dass man dort auch Schwierigkeiten hatten gewisse, denn die Amerikaner waren riesen Autos gewohnt. Gell? Und jetzt kommen wir mit einem 1100er Auto daher. Gell? Das für viele Leute war das ein Spielzeug erstmal. Ne? Und entsprechend haben sie die Autos natürlich auch behandelt. Der Mythos, der kam, dass man mit einem kleinen Auto auch was zeigen kann und nicht nur die großvolumige Auto, wie die gewohnt waren, ohne Kupplung und alles, war eigentlich ein riesiges Problem. Die haben vergessen zu kuppeln. Ne? Das haben die Autos natürlich nicht vertragen. Ne? Das ging nicht lang gut. Ne? Und das muss man denen ja alles erklären. Wir haben Schule gemacht. Für mich als Kundendienstmann darüber war die größte Aufgabe, immer den Leuten zu sagen, wie sie das Auto behandeln müssen, damit es nicht kaputt geht. Ne? Und erst, wie sie das begriffen haben, ne? Dann haben die natürlich so einen riesen Spaß dadurch. Ne? Und das war auch mit der Erfolg. Wir sind ja jedem Auto, jedem Kunde, ich war
denke, 4 oder 5 Jahre in Amerika. War in New York stationiert, wenn in Miami eine Schwierigkeit hat, musste ich nach Miami und das machen, wenn es nur noch eine Kleinigkeit. Do you have any special advice for the young people who drive? Take it easy driving. The life you might save might be mine. James Dean drove a 55 Speedster, very, very competitive with the Speedster, and the car that he was killed in was a 550 Spider, which was the next step up. It was a 4-cam, tube frame, aluminum car, very fragile, very delicate. So he got hit by a 56 Ford, the Ford won. And that was it? Yeah, it just almost sliced the car in half. I received a call at 5:59 p.m. It occurred on US 466 at the intersection of 41, Friday, September the 30th, 1955. So, Peter, give me your car keys. Knock yourself out. Okay. Forward. First, how much? Second, third, fourth. Okay. Persons injured and one killed. Number one injured was Donald Gene Turnipseed, driver of vehicle number one. Number two injured was Rolf Witherick, a passenger in the Dean car. The dead was James Byron Dean, DOA, or dead on arrival at the hospital. It's like falling into sleep, floating pictures in repeat, but your song is sung forever. A sound that echoes through the street with a never-ending beat. Your song is sung forever. Das eine so gut wie das Gesamte. Ein gutes Auto ist ein guter Motor, ein gutes Fahrwerk, gutes Handling und ein gutes Interieur und ein gutes Karosserie. I think America woke up to the 9/11. I think before the 9/11, the 356 Porsche was still somewhat of a secret. But when the 9/11 happened, that was a car that a lot of people could feel comfortable with. Actually, it's like an old VW. You have to lower the window a little bit just to close the door. You tell your
Something special? Everything is done. Now he's ready to shoot his gun. So better bring his horses round this way. He will leave his tracks. Never thinks of turning back. No woman in the world can make him stay. Who's driving his dreams? Or is he only dreaming of his ride into the sunset? Never ask him questions, 'cause he im Nachhinein muss man sagen, es war ganz gut, dass sich der FA damals mit der Form vom 911 durchgesetzt hat. Ne? Die hat ursprünglich schon ein bisschen anders ausgeschaut. Und wie haben die Leute reagiert? Verhalten. Also sehr viele Verhalten. Die Änderung, das war normal, dass da immer erst mal Aversion dagegen war, wenn was Neues kommt. Und vom Design her, wie kam das an? Ich habe mir im Laufe der Zeit angewöhnt, mich über stilistische Sachen nicht aufzuhalten. Solange sie technisch funktioniert haben, war mir das wurscht, wie es ausgeschaut hat. Das einzige Mal, wo ich mit dem Butzi diskutiert habe, habe ich gesagt, der Kotflügel muss vorne 2 Zentimeter höher sein, weil sonst sehe ich ihn vom Fahrersitz aus nicht und ich will den sehen. Hat er gemacht? Ja. FA Porsche. Die Scheinwerfer sind steiler gestellt worden, der Kotflügel ist höher geworden. Haben mir schon als Bube sehr gefallen und du, ich spreche noch heute drauf an, wie vor 12 Jahren, also ich finde es verrückt. Vor 12 Jahren als Bube? Vor 12 Jahren habe ich begonnen zu sammeln. Und als Bub? Habe ich Modelle gesammelt. Dein erster Porsche? Einer der ersten, das war von der Marke Bandai. Irgendeiner, der Türen öffnet. Ja, das ist doch der da. Der Weiße da. Nein. Das Design ist perfekt, es ist einfach, es ist funktionell, für das Auge stimmt's. Im Prinzip ist es ein Edelkäfer. Ich habe es immer mit dem faulen Käfer verglichen. Es ist ein langgestreckter Käfer, der so zur Perfektion gebracht wurde. Also ich finde die Form, die produzieren das seit über 40 Jahren. Ich meine, das spricht für sich. Seit 65 sieht er praktisch unverändert aus. Ist ein bisschen sicherer geworden, ein bisschen breiter, aber die Form ist nach wie vor geblieben. Das Schönste ist, wenn du drin sitzt, die Kotflügel. Also wenn du da die beiden die erhöhten Kotflügel siehst mit den Scheinwerfern vorne drin, ist für mich das Schönste. Und das Armaturenbrett natürlich. Ich meine, das ist so zeitlos funktionell. Das ist unglaublich. Der Klang, den siehst du nur beim 911er, wie die Türe zugeht. Wie das leicht nachhallt, muss man hören. Mal richtig zuknallen, die Tür. Das ist wie eine Stimmgabel. Das ist unglaublich. Und das ist bei jedem so, bei jedem 911er, weil das ist die Qualität, die den Wagen auszeichnet. Und wenn du den Wagen fährst, das ist wie aus Stein, oder? Das ist ein Guss, ein Stück. Es fehlt, ich meine, es sind ja alle Farben vertreten. Grün wird noch hier gut reinpassen. Der Grüne sollte noch geliefert werden. Ein Grün hast du auch? Wenn alles gut geht, ist im Moment in der Motorrevision. Sollte vielleicht noch 2-3 Monate gehen. 2 4-Liter-S, aber ein Spitzen Schweizer Fahrzeug, zweite Hand. Welches Grün? Ja, Fipperngrün, hellgrün. Die aggressive Porsche-Farbe. Und das perfekte. Welches ist Ihr Baujahr? 73, 2 4-Liter-S. Gekauft. Ist gemacht. Deal. 100 Porsches in me. The question is, what can it be? Is it he or is it she? As you can see, the car is standing there waiting for you to have it picked up. Ooh, look at her. She's so pretty. So, what do you think pretty. Of it? She is beautiful. She's gorgeous.
It's the most perfect, prettiest car we've been living today. It is a beautiful car. Wow. So let me check to see if the number is correct. That's it. Oh. Let me get on this side. Oh, it's just beautiful. Right here. And close to the car. Like this. Close together. And a big smile. Okay. Yes. It is a pretty car. It's more than a pretty car. It's my pretty car. It looks just like I thought it would, what I envisioned, what I tried to design, you know, through the at the dealership at home. And through the custom tailoring? Certainly, yes, all the custom tailoring. And there's a lot of things that I don't quite remember, and as I look at it, I'm certainly going to go, oh, yeah, I ordered that, and I did this. And I'm just kind of overwhelmed right now. Trying to speak, but I'm very overwhelmed. I'm very excited. Ladies and gentlemen, welcome to our advanced course camp for IS. I thought that we will have a few remarks about procedures. Those of you who have already been here know about it, so be patient. We have a few people who haven't been here before. So the emphasis will be on driving and driving and driving. So, ladies and gentlemen, you saw when a car was going to rotate too quickly, that is the moment to find the famous 2 centimeters. If you accelerate any more, you will have this panoramic view. You spin around and see all of the scenery. Ich will das Porsche-Feeling spüren und hören von dir. Um Gottes Willen. Alles okay, ganz sicher, kein Problem. Du weißt, mit dem Auto umzugehen, das weiß ich aus verlässlicher. Das ist schon ganz. Driften, Gas geben, Auto völlig unter Kontrolle, ohne große Mühe, das ist Feeling. Fährst du privat auch so? Auf der normalen Straße soll man nicht so fahren, weil Gegenverkehr würde das nicht unbedingt verstehen. Ich bin noch nie mit einem Rennfahrer gefahren, oh Gott, oh. Seit wann fährst denn du Auto? Seit 62 Jahren. Ich bin jetzt 68 und habe gelernt mit 6 Jahren. Dein Vater hat das dir beigebracht? Mein Vater hat es beigebracht. Er war der beste Motorradrennfahrer Finnlands. Oh je, Mine. Ist alles noch okay? Alles ist bestens. Jetzt schalten wir hoch im dritten Gang und gehen ein bisschen schneller. Was hat denn Autofahren mit Tanzen zu tun? Ja, beim Autofahren geht es genauso um Rhythmus und Melodie. Man muss Motor hören, man muss Autobewegungen verstehen. Auf Eis ist es schon anders natürlich. Auf Eis es geht wie auf einen Slow-Motion-Film. Vergessen die Leute hier ihren Alltag? Sicher, ganz sicher. Das ist eine andere Welt. Man versteht Physik. Wenn man es im Slow Motion lernt, dann ist es einfacher, wenn es dann auf trockenem Asphalt vorkommt. Okay, say hello to the camera. Hello there. That was a very, very stupid move. We will fix it next time around. We'll get the whole car buried. It's a big thing to come from Boston over in minus, what is today? In Fahrenheit, it was as low as 25 degrees Fahrenheit driving through the valley. It was cold. It was cool. More than cool. It was cold. It is cold. Sagen Sie, das ist ja schon eine coole Farbe. Was vom Auto? Ja. So kann sein, ja. Wie würde man das denn bezeichnen? Als Aubergine, oder? Aubergine, ja.
Warum haben Sie sich so eine Farbe gekauft? Ich habe den Wagen gekauft und der hat die Farbe dran gehabt. Die Farbe war mir nicht so wichtig. Warum? Mehr der Wagen. Weil der Wagen Spaß macht, der Motor Sound hat, da kommt es auf die Farbe nicht ganz so an. Doesn't she look beautiful in front of the car? Absolutely. The car is gorgeous. My wife is, of course, fabulous. The car is wonderful, too. He's a smart man. Yeah. And this is my first Porsche. And I can't quite believe it. You know, getting off the plane and coming straight here, this is pretty exciting. And the Porsche infection, let's say this, came from you? Absolutely. Yes. Absolutely. Yes. My next door neighbor was a Porsche race driver growing up, and I started going to races with him when I was 12 or 13 years old, and I've been going ever since. And I've driven a Porsche for 35 years myself. Jesus, really? Got my first one when I was 15. Really? 71 911S, and I've had one ever since, and I've always driven them, and they're just, I love Porsches. They're fabulous cars. It's more beautiful than what I thought it would be, which is really kind of hard to even imagine. So, what was the question again? Woohoo! Ja, dann gucke ich mal, Herr Schäfer, ob ich Sie noch überraschen kann. So, Herr Schäfer, das ist jetzt Ihr Auftritt. Ich bin jetzt noch nie mit so einem Auto gefahren. Was muss ich da berücksichtigen? Ja, hat auch Bremse, Gas wie jedes Auto. Und wir müssen die Kupplung drehen. Da ist keine Automatik. Schäfer. Wahnsinns-Auto. Hat Spaß gemacht. Wahnsinns-Auto. Ich habe zwar jetzt schon ein bisschen Rückenschmerzen. Ja, da können wir was gegen tun. Was ist das Markanteste an dem Auto? Ich finde das Hinterteil. Die Damenwelt möge es jetzt verzeihen. Das Hinterteil finde ich schon sehr erotisch. Wie findet Ihre Frau denn Autos? Sie hat einen Porsche Cabriolet gehabt, was ich ihr verkauft habe und was sie mir lange Zeit sehr übel genommen hat. Sie haben es ihr unterm Hintern weg verkauft, oder wie? Für alles gibt es ein Verfallsdatum. Ist ähnlich wie beim Joghurt da. Und ich empfand die Zeit damals für dieses Porsche Cabriolet, die war verfallen. That looking at this car, which is the, to me, the icon of the Porsche brand, of the Porsche mark, you look at the lines, you look at the curves, you look at the fins. There's a smoothness, there's a roundness to it. This is very, very feminine. This is a beautiful car. And when you, there's a relationship that we have with the automobile, very similar to the relationship with a woman. And you're running a sponge or a soft rag over the car, and feeling all its curves, you have a greater appreciation for the design. So although we look at all these cars and aesthetically say these are handsome cars and they're pretty cars and they're attracted to them, when you're washing them and cleaning them, you get a one-on-one relationship that you don't get when you just drive them. It increases the passion level. So would you say, is it a him or a she? It's a she, no question. And this one or the Turbo?
I've washed the turbo. I still think it's a she. Really? Although when I'm driving it, I always feel like a he. This is my 1951 Porsche, serial number 11121. This car I've been working on for 3 years. My brother gave me this, which is original, very rare cigar lighter. That was a Christmas present. I wrapped it and put it in a Tiffany's box, a little Tiffany bag, and he opened it up and said, what is this? And then he finds this rare cigar lighter in there. Knobs are difficult to find. Thank you, eBay, because everybody goes on eBay and advertises parts like this, and we find them on eBay and buy them. The air cleaners for this car I got from a man in Germany. Bei der Autobahnpolizei Düsseldorf angefangen und da waren diese Fahrzeuge noch im Einsatz. Hier sind keine Fußstreifen gefragt, wir brauchen vernünftige Fahrzeuge. Das lag auch immer im Augenmerk unserer Entscheidungsträger, so nenne ich sie mal, und von daher fühlen wir uns auch heute noch gut ausgestattet. Ein Manko dieses Fahrzeuges war einfach, dass wir keine Gefangenen transportieren konnten, dass wir dann auf hubraumstarke Limousinen umgestiegen sind. Die Leute bremsen sich ein, lassen sich zurückfallen, fahren ein Stück weit hinter dem Fahrzeug her. Also er hat immer noch seine Ausstrahlung, gerade in diesem grün-weißen Kleid. Die Leute, die mit diesem Fahrzeug unterwegs waren, muss man sagen, haben sicherlich auch viel Spaß am Dienst gehabt. Kommt eine Überraschungsfrage. Kann ich mal fahren? Nee. Schade. Einmal Polizei-Porsche fahren. Aber da ich mich nicht abführen lasse, müssen Sie alleine zurückfahren. Okay. Herzlichen Dank. Wunderbar. Wie haben Sie sich die Handgriffe angeeignet? Ich habe früher mal viel rumgebastelt und ja, so nach und nach, dann halt bei dem oder dem, und dann muss man ja nicht nur noch gucken, die Unterschiede. Wo sind die Unterschiede bei dem Wagen zu dem nächsten Wagen? Ja, das mit dem nach den Unterschieden gucken halte ich ja für ein Gerücht. Das heißt, Sie fühlen die Unterschiede, ja, oder? Ja, ich habe früher mal bei Bosch geschafft, aber mit dem Unfall ging das dann klar da nicht weiter, sodass da die Ausbildung nicht weiter betrieben habe, aber von klein auf eigentlich an Fahrzeugen rumgeschraubt. Jetzt bin ich beim Amtsgericht in Marburg als Zivilrichter und behandle da Streitigkeiten zwischen Bürgern und Bürgern. Gut. Sie haben mit 16 einen Unfall gehabt. Ja. Auf dem Motorrad, auf dem Moped oder was war das? Ja, mir kam nachts einer ohne Licht auf meiner Fahrbahn entgegen. Er kam vom Schützenfest und hat seine Kurve geschnitten. Dadurch kam er mir auf meiner Fahrbahn entgegen und hat mich dann umgefahren. Lag ich lange Zeit im Krankenhaus. Und im Endeffekt, nachdem sämtliche Knochen wieder zusammengesetzt waren, war zumindest das Endergebnis unter anderem blind. Ist das Sie selbst hier, das Auto? Nein. Drückt das Sie selbst aus? Ja. Und wie fährt sich das Auto? Ist egal, oder? Hä? Fahren Sie schnell damit? Nö, ne? Nein. Mir ist ein Spaß. Für mich ist die Farbe zum Fahren und so, aber ich bin nie ein tolles Autofahrer. Aber das ist mein Sohn. Ich war um die Bestellung war mein Sohn dabei. Immer etwas mehr, Motor und so. Ich habe Farbe und er hat Motor. Ich habe Farbe und er hat Motor. Da kam eine sehr tolle und sehr teure Mischung, muss ich sagen. Und am Ende, wie viel hat es gekostet? Ja, die hören uns nicht. 200 Euro. 200.000 Euro. Ja. Na ja. Okay.
right, Daddy. Not bad, huh? Oh, the silver bullet. This was the car that Porsche developed for its F1 racing program, and then they decided to get out of the F1 racing program, and being the lunatic Germans that they are, they decided, let's build it for the customers. But it just is just, you just want to stick something in it. I'm sorry, is that wrong of me? We gotta show you the engine first. Somewhere in the neighborhood of 640 horsepower, a stunningly engineered V10. I think that's enough. Well, some people would argue that it's not. Some people need to get off the crack pipe. How fast are you allowed to drive in the U.S.? In the U.S.? With this car. Not fast enough. But I hear the German accent, so of course you have the Autobahn. Oh, yes, which they have is kind of the German sense of humor, hasn't, isn't it? Yeah. Have you ever been at the German Autobahn with a Porsche? Not since I was about 15 years old and we were driving some crappy Opel, so I cannot wait to get back to Germany. Yeah. Tell me about California and the areas you can use this beautiful car. Well, on Interstate 5, which runs up California, north, south to north, I guess the top speed would be 70, 75, something like that, yeah. Yeah, but you know what to do? Do what I did. Go into the middle of the Mojave Desert. Yeah, oh yeah. On 4th of July. There's no one there. 100 Porsches and me. You better believe what you see. Though it looks so incredibly far from the things that you see in your life before. Find yourself on the floor, praying on your knees to get some more. Das ist ein Wunschtraum von mir hier. Ich lebe hier meine Jugendfantasien aus. Da. Ich wollte schon als Kind immer einen Schrottplatz haben. Da. Das ist ganz tief in mir drin. Da. Nur in Deutschland ist das ja nicht möglich durch die Umweltauflagen. Da. Frank, who's driving this Porsche, is out of his mind. Is completely out of his mind with joy. This is not a normal thing, this car. It's like strapping a rocket engine to your ass and lighting the fuse. It's like being kicked in the ass by God. It's amazing. I hate that he drives it, and I want to get rid of the ridiculous car. How good was that? I need more road, because this is not enough road for this. This is not enough. We need to go to Vegas. Let's go to Vegas right now. I think your actors are waiting. Oh yeah, my actors are waiting. We're gonna be shooting another 5 minutes, so Vegas will have to wait, I'm afraid. Das ist interessant wegen der Farbe, ne? Und war wahrscheinlich mal grün gewesen. Der Griff, den gab es nur ein Jahr lang. Das ist ein 68er Türgriff. Ist nicht wahr, dann ist das ja Conda grün. Würde ich jetzt meinen. Doch. Jetzt guck mal rein und siehe da, es ist grün. Mein Grün ist das. Herr Schäfer, ich würde sagen, das ist Ihr Auto. Ja, also ich habe mir ja so ein Auto. Ein bisschen anders vorgestellt hier. Mein Conda grünes Auto. Darf ich mal reinsetzen? Ja, klar. Das ist mehr ein Bausatz. Hat er noch Unterbodenschutz? Also Wahnsinn! Sie werden jetzt nicht gerade durchbrechen. Aber das ist scheiße, oder? Das kann man nicht. Ne. Da lässt man die Finger von, oder? Ach ja. Also ich meine, hier ist ja nichts dran. Das ist ja völlig verrottet. Ist da noch ein Motor drin? Nee, hier ist nichts mehr drin. Dann würden wir mal lieber hier hinten gucken. Okay.
Entschuldigung. Das schneiden wir raus. Oh. Ja, also ich würde mal sagen, so Fragmente von Mutter sind noch vorhanden. Oh, das tut einem ja in der Seele weh. Jetzt ist es doch echt. Jetzt haben wir den Kontaktgrün gefunden. Das war ja ein ganz verrückter Hund, ne? Der Steve McQueen. Und schnell war er auch, gell? Der war also super schnell. Und er wollte unbedingt einen Film über Le Mans drehen. Das hat ihn einfach gereizt, dieses 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Nur die Versicherung hat ihm dann gesagt, er darf in Le Mans nicht fahren. Ich sagte, na gut, da muss jemand anders für mich fahren. Ne? Und da fiel die Wahl auf mich. Und hat dann seinen 908. Der wurde dann mit 3 Kameras bestückt. Und wir haben das Auto dann zu zweit die 24 Stunden im Rennen gefahren. Und da wurde uns immer bei den Boxenstopps wurde uns gesagt, was wir als nächstes aufnehmen sollten dazu. Wir haben nichts zu tun gehabt, wie nur der Schalter aus ein, die Kameras zu machen. Kamera 1, 2, 3. Ne? Die Aufnahmen vom Rennen, die sind alle von mir. Im Gesamtklassement. Trotzdem haben wir, glaube 6 oder 7 Mal öfter gestoppt haben wie alle anderen. Ne? Da war der Steve McQueen, der war ganz außer sich. Gell? Weil damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Der gar nicht denkt, dass wir durchfahren mit dem Auto. Wo sind wir denn hier eigentlich? In Schönstadt am Flugplatz. Das ist im Westerwald, oder was ist das hier? Fast, in Marburg. In Marburg. Marburg. Aber fliegen tun Sie nicht, oder? Nee, zumindest nicht selber. Gut, da bin ich ja schon mal ganz erleichtert. Aber Sie fahren auch Motorrad, habe ich mir sagen lassen? Ja, auch. Selber? Selber. Da kann dann aber doch keiner hinten drauf sitzen und sagen, jetzt bremsen. Wie machen doch, Sie das denn? Bei der BMW, wenn ich die fahre, sitzt einer hinten drauf. Die ist groß genug. Und bei allem, was kleiner ist, fährt einer vorweg. Dann machen wir das nach Geräusch. Auch hier im Gelände, auf Wiesen und sowas. Dann fährt derjenige vorweg. Und wenn ich den verlieren sollte, weil der schneller fährt, dann fährt meistens einer hinterher, der überholt mich dann und übernimmt mich dann. Das geht dann klar nur auf großen Geländen. Da wollen wir genug Platz haben. Sie haben keinen Führerschein. Also Sie haben einen Moped-Führerschein. Genau, ja, ja. Für Motorrad. Ja. Für Auto nicht, deshalb fahren Sie auf sicherem Gelände, was nicht der Straßenverkehrsordnung unterliegt. Ich, genau. Ich denke mir, ein Richter muss viele Sachen wissen und können, um über Sachen beurteilen zu können. Soll ich jetzt mit Ihnen in dieses Auto einsteigen? Können Sie machen. Ich hoffe, Sie sind gut versichert. Sie steigen ein, setzen sich hin, sagen rechts, links, geradeaus. Bremsen. Bremsen, wenn es zum Bremsen geht. Und wenn die Strecke schön frei ist, kannst du auch sagen, jetzt kann ich Gas geben. Nicht wechseln. Und schnell? Wie schnell darf ich denn mit ihm fahren? Wie schnell fährt er denn? Also 100 kann er schon schaffen. Ach du also aber hier auf der Wiese würde es nicht. Es hängt von der Piste ab. Heute ist ja das Gras relativ nass. Wir fahren hier über Gras. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ist so ähnlich wie ja, Schmierseife oder Eis. Ne? Und, aber das macht dafür natürlich auch mehr Spaß, wenn es ein bisschen schlittrig ist. Okay, gut. Ich finde, wir machen es jetzt einfach sonst. Gut. Bitte sehr. Toi, toi, toi. Rechts, Sie müssen nach rechts gehen. Nehmen wir den. So. Ich zitter mindestens genauso, aber. Geradeaus und so nach 15 Metern ein bisschen rechts. Okay, weiter geht's. Oh, ein bisschen links, bisschen links, bisschen links. Okay, und weiter geradeaus, geradeaus. Auf geht's. Schneller, schneller, schneller. Oh. Fahren Sie ruhig. Ja, fahren Sie. Und rechts, mehr rechts. Ja, ein bisschen mehr Gas geben, mehr Gas geben. Ja, okay, wir sind auf dem Rasen. Und weiter geradeaus, genau geradeaus, genau geradeaus. Weiter geht's. Und kräftig. Weiter geht's. Geradeaus.
Was bringt Ihnen das, wenn das so schnell geht? Also sure. Merken Sie das? Ja, klar. Und ein bisschen rechts und geradeaus. Bisschen links, bisschen links, bisschen links. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Das Gefühl, beschreiben Sie mal Ihr Gefühl. Geil. Geradeaus. Hä? Geil, ich muss mich nur konzentrieren auf Ihre Stimme. Ja, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Und ja, wunderbar. Und bisschen rechts, ja, Sie können Gas geben. Bisschen rechts, bisschen rechts, bisschen rechts. Okay, und Vorsicht, jetzt kommen wir gleich auf den Asphalt. Ich weiß nicht, ob das noch Probleme gibt oder so. Nee, ne? Okay, wunderbar, wunderbar. Und bremsen, bremsen. Wie war's? Schön, oder? Ja, ich fand's schön. Und bei Ihnen? Ja, auch gut. So. Wir nähern uns bald dem dritten Gang. Jetzt bin ich ja gespannt. Gespannt, gespannt. Sonst schicken wir dann Porsche. Ja, das ist perfekt. Voilà. Herr Rampazzi, da Sie den Teller festhalten müssen, ja? Können Sie mir den Autoschlüssel geben? Ist nicht wahr. Darf ich da jetzt mitfahren? Ja. Eine Runde? Ja. Zusammen? Ja. Zum See? Zum See, ja. Okay. Oh, Wahnsinn! Setzen Sie sich rein. Ja. Herrlich. Schon fertig. Schon fertig. Ah, oh, wunderbar. Guck das mal, was da Schönes kommt. Das ist genau die Farbe. Jetzt ist es aber soweit. Das ist etwa eineinhalb Jahre weg. Eineinhalb Jahre ja, war ja. Er weg? Ja, ja. Wie per Grün. Also das ist genau das Auto, was ich mal ungefähr vor 10 Jahren nachts gesehen habe in so einem Autohaus. Und ich bin da vorbeigefahren, es hat geregnet. Und ich habe es gesehen und habe gesagt, oh, ist das ein tolles Auto. Und neben mir saß jemand und hat gesagt, spinnst du, das ist ein totales Scheißauto. Das ist total klein, total laut, total teuer. Hast du gefunden, oder? Wovon du geträumt hast? Ja. Schon. Ist aber leider noch nicht meins. Noch nicht? Nee. Also dieser wird kaum jemals deiner sein. Schade. Ich darf gar nicht sagen, was ich noch bezahlt habe. Doch, sag mal. Wahrscheinlich etwa 20.000 Euro. Knapp. Und also in Deutschland verlangen sie ja bis zu 50.000 Euro mehr für so ein Ding. Ich werde jetzt die Nummer montieren und da kannst du den Schlüssel haben. Du bist der Erste, der fährt mit dem Wagen. Thank you.
Hey, warte. Und, wie war's? Hey. Klasse, total toll. Ich habe mal eine Werbung gelesen, da hat's geheißen, Autos machen seit 100 Jahren unabhängig. Eines macht abhängig. Und das war die Porsche-Werbung. Das stimmt. Ist es nicht so? Da bin ich ja mal gespannt, wie er aussieht. Seid euch sicher, dass der gleich anspringt? Porsche springt immer an. Ist doch kein Alpha. Ja, läuft doch. Fährt noch ein bisschen unruhig, oder? Das bleibt wohl nicht aus nach 30 Jahren. Wo kommt der Geruch her? Warum stinkt das so? Ich vermute, dass es das verbrannte Öl ist. Ah, zuckelt so. Tritt mal kurz die Kupplung, gib ein, zwei Mal Gas. Tritt die Kupplung mal ganz durch und aus. Gas, 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 Gas. Scheiße. Ja, guck mal. Aber die Landschaft ist schön. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ein Abschleppseil holen. Ich kriege auch jeden Porsche kaputt. Ja, schieben wir uns zum Straßenrand, oder? Ja. Ein Auto liebt, der schiebt. Was on the rain.